Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, wir haben eine Inflation von 6 bis 8%. Wir haben eine Deindustrialisierung. Wir haben weltweit die höchsten Energiepreise. Wir haben Investitionsstau bei Schulen zum Beispiel von 45 Milliarden Euro. Und nun verdonnern Sie die Menschen dazu, Wärmepumpen mit den zugehörigen Kosten einbauen zu müssen. Die Grünen versuchen gerade in ihrer Parteizentrale so eine Wärmepumpe seit Jahren einzubauen. Klappt nicht so richtig. Die Kosten laufen aus dem Ruder, sind genauso hoch wie das gesamte Haus. 50% aller Häuser sind dann eben mit diesen Kosten verbunden von 100.000 Euro aufwärts. Und schon allein die Zinsen für die Kredite übersteigen dann die eingesparte Energie. Und auch die eingesparte Tonne CO2 wird erkauft auf diesem Weg mit 12.000 bis 14.000 Euro. Sie verdonnern die Bürger, diese Kosten auf sich zu nehmen. Sie bringen sie damit um die Früchte ihrer jahrelangen Arbeit. Frage, sie bitte. Wollen die Unabhängigkeit auch damit in Frage stellen. Und wie bewerten Sie diese grundgesetzwidrige Enteignung der Bürger? Schönen Dank für Ihre Frage. Ich kann nicht auf alle Falschbehauptungen eingehen, aber ich will zu den Kernfragen etwas sagen. Erstens ist es so, dass wir in der Tat ein Thema Inflation haben. Das kommt durch die Entwicklung der weltweiten Lieferketten. Das kommt durch die gestiegenen Energiepreise aus aller Welt. Und das hat etwas zu tun mit den Krisenbekämpfungsmaßnahmen aller Volkswirtschaften auf der ganzen Welt wegen Corona, wegen auch jetzt des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und deshalb unterstütze ich sehr die ganz klare Haltung der Zentralbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank, gegen die Inflation vorzugehen. Wir können nicht immer weiterleben mit diesen Nullzinssituationen. Und deshalb ist es richtig, aktiv gegen die Zinssteigerung und aktiv gegen die Preissteigerung auf diese Weise zu agieren. Zweitens kommt es darauf an, dass wir für billige Energie sorgen. Und das machen wir in Deutschland, indem wir uns nicht abhängig machen von den immer teureren Importen für Kohle, Gas und Öl, sondern die erneuerbaren Energien ausbauen, die sehr billig Strom produzieren können und Energie produzieren können. Deutschland wird 2030 80% seines Stroms aus erneuerbaren Quellen schaffen. Und dann werden wir ein richtiges Strommarktdesign vorausgesetzt auch in der Lage sein, sehr billige, im weltweiten Maßstab sehr billige Energiepreise und Strompreise zu haben. So, mehr können Sie jetzt nicht mehr ausführen, weil die Zeit abgelaufen ist. Sie dürfen eine Nachfrage stellen, 30 Sekunden. Ja, Herr Bundeskanzler, ich muss Sie korrigieren. Inflation ist zum Großteil hausgemacht. Schauen Sie an, die Inflation in der Schweiz viel, viel geringer. Dann zu den Energiepreisen, die haben Sie hochgetrieben, haben wir an dieser Stelle aber schon behandelt. Sie reden von Wasserstoffnetzen und eben auch von Wasserstoffheizung. Die sind aber nicht in Sicht und werden ökonomisch sinnvoll auch gar nicht kommen. Niemand weiß, welche Heizungsart er jetzt einbauen kann, weil die kommunale Wärmeplanung noch fehlt. Sie wollen CO2 einsparen, verbieten aber die Kernenergie. Und wie erklären Sie sich diese Schildbürgerstreiche in der Politik? Danke, dass Sie eine Nachfrage stellen. Dann kann ich nämlich auf die ganzen vielen Dinge, die Sie schon in Ihrer ersten Frage untergebracht haben, doch noch eingehen. Also, es ist ganz klar. Aber 30 Sekunden. Ja. Die Frage war länger, aber ich mach's. Also, es ist ganz klar, dass es viele, viele gute Möglichkeiten gibt, zu heizen. Das kann man zum Beispiel Fernwärmenetze machen mit Tiefengeothermie. Da habe ich mehrere Anlagen gesehen, die da geplant sind und einige eingeweiht. Wir können das machen mit Solarwärme vom Dach. Wir können das machen mit den Möglichkeiten der Wärmepumpe. Wir können das machen mit Netzen, die dann immer weniger Gas und fossile Energien benutzen. Und darum ist die kommunale Wärmeplanung genau der Weg dazwischen. Dann kann man als Bürger erkennen, was passt bei mir am besten. Und es wird dann immer die billigste und vernünftigste Lösung sein, die man wählen kann. Vielen Dank, Herr Präsident, für das Wort. Herr Bundeskanzler, ich komme zurück zur wirtschaftlichen Entwicklung. Deutschland steckt in der Rezession. IFO hat jetzt seine Prognose für dieses Jahr heruntergesetzt. Wir werden ein Schrumpfen der Wirtschaft voraussichtlich erleben um 0,4%. Der Geschäftsklimaindex ist gesunken, die Auftragseingänge sind gesunken, die Exporte, Insolvenzen sind gestiegen. Wir erleben einen dramatischen Einbruch bei den Investitionen. Es findet in Deutschland eine Deinvestition statt. Kapital fließt ab. Der Wohnungsbau schwächelt nicht nur, sondern er rutscht auch in eine starke Rezession. Die Deutschen verlieren dazu ihre Kaufkraft. Wir haben weiterhin eine hartnäckig hohe Inflation bei Nahrungsmitteln, 14%. Dementsprechend schwächelt auch der Konsum. Deutschland
macht sich auf den Weg, der kranke Mann Europas zu werden. Wo ist eigentlich das Wirtschaftswunder, das Sie den Deutschen versprochen haben? Zunächst mal, finde ich, gehört es dazu, dass es in der Politik welche gibt, die ihr Leben als Kassandra verbringen, indem sie sagen, alles wird schlimm. Es gibt auch Leute, die kriegen was hin und sorgen dafür, dass die Dinge besser werden. Und zu denen habe ich mich immer gezählt. Das Zweite, was ich Ihnen gerne sagen will, ist, wir haben alle Möglichkeiten, um mal das eine Thema des Wohnungsbaus aufzugreifen. Da findet jetzt durch die plötzliche Zinssteigerung natürlich eine Anpassungssituation statt, die nicht einfach ist. Und so eine Zinssteigerung haben wir zuletzt gehabt im Westen Deutschlands in den 70er Jahren, in so kurzer Zeit, wenn ich das richtig sehe. Aber es ist trotzdem so, dass wir Zinsen haben, die im Vergleich der Jahrzehnte gering sind. Und bei höheren Zinsen sind in Deutschland West und Ost 72.800.000 Wohnungen gebaut worden. Es wird also gehen. Und deshalb haben wir auch mit den Mitteln für den sozialen Wohnungsbau dazu beigetragen, dass jetzt dort große Investitionen in bezahlbare Wohnungen überall in Deutschland möglich sind. Ich hoffe sehr, dass viele Investoren, viele kommunale Wohnungsgesellschaften, viele Genossenschaften die neuen Möglichkeiten jetzt auch nutzen. Und das Gleiche gilt für all die anderen wirtschaftlichen Fragen. Ich habe es hier vorhin schon gesagt. Wir haben Direktinvestitionen, die nach Deutschland kommen, in Batteriefabriken, in Automobilfabriken, in Halbleiterfabriken. Es spricht also alles dagegen, dass wir nicht Wachstumsperspektiven haben. Wir haben jetzt die Weichen gestellt, damit das stattfinden kann. Und da geht es um hunderte Milliarden Investitionen in den nächsten Jahrzehnten. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Ja, Herr Bundeskanzler, ich spreche hier von Fakten, die vorliegen. Und offensichtlich gibt es hier sehr viele Kassandras, die ins gleiche Horn stoßen. Es gibt eine IW-Studie, die eben klar sagt, wir sehen ein Warnsignal, dass der Standort Deutschland unattraktiv wird. Der BDI-Chef Russwurm warnt vor einer Illusion, die Energiewende könne die Keimzelle eines neuen Wirtschaftswunders werden. Gleichzeitig sehen wir, dass es unseren Nachbarn besser geht. Während bei uns eben das Kapital abgezogen wird, wird in Frankreich jetzt stark investiert. Was also machen unsere Nachbarländer, insbesondere Frankreich, besser als wir? Nochmal, ich habe eben schon einzelne Beispiele aufgezählt, wo in Deutschland investiert wird. Und ich könnte diese Liste sehr umfassend verlängern. Wir sorgen dafür, dass es gute Investitionsbedingungen gibt. Und die wichtigste Grundlage dafür ist, dass Deutschland mit seiner strategischen Entscheidung die strukturellen Voraussetzungen für bezahlbaren Strom für Bürgerinnen und Bürger, Handwerkerinnen und Handwerker und große Unternehmen überhaupt erst schafft. Während andere da noch große Herausforderungen vor sich haben, wo ich finde, dass werden die auch schon lösen. Aber wir jedenfalls haben einen Weg, den wir zielgerichtet verfolgen. Und wer darauf setzt, kommt denn ja in die Lage, die hier schon besprochen worden ist. Dass es nämlich Unternehmen gibt, die sagen, ich baue eine Fabrik. Und wenn die 27, 28 fertig ist, garantiert der Versorger mir billigen Strom und dazu eine unsubventionierte Zusage kriegen. Ein besseres Zeichen für einen Investitionsstandort, was Energiekosten betrifft, kann man ja eigentlich nicht setzen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das auch voll zum Tragen kommt. Und das will ich dann doch noch mal sagen. Wir haben jetzt eine Situation, wo alleine, wenn die großen Übertragungsnetze in Deutschland errichtet worden schon wären und fertig wären, wir weniger Kosten hätten für Abregelung, mehr billigen Strom hätten und weniger Kosten für das Nachproduzieren schon verkauften Stroms, der als Windstrom im Norden eingekauft wurde und in Süddeutschland eingesetzt wird, aber da noch mal neu produziert werden muss. Diese Verwirrung der Vergangenheit lösen wir auf. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag zu einem guten Industriestandort. Und dazu kommt noch, das will ich dann gern ergänzen, dass viele Länder über Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel klagen. Wir auch. Aber wir haben einen Weg, wie wir das hinkriegen können, mit guter Ausbildung und Weiterbildung hierzulande, aber eben auch, indem wir diejenigen Talente, die wir brauchen, in Deutschland nach Deutschland holen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann und unsere sozialen Sicherungssysteme stabil bleiben. Herr Bundeskanzler, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat im ZDF erklärt, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Hierzu betont Staatsrechtler Lindner von der Uni Augsburg, Haldenwang habe, Zitat, bei öffentlichen Äußerungen das Gebot der politischen Neutralität zu beachten. Verfassungsrechtler Böhme Nestler von der Uni Oldenburg sagt, Zitat, Haldenwang überschreitet seine Kompetenzen ganz klar. Seine Aufgabe ist zu beobachten, Material zusammenzufassen, den entsprechenden Stellen zur Verfügung zu stellen. Dass der Verfassungsschutz aus politischen Gründen agiert, wäre verfassungswidrig. Und der Inlandsgeheimdienst dürfe sich, Zitat, von der Politik nicht instrumentalisieren lassen. Finden Sie es in Ordnung, einen derart
unangemessen, nicht objektiv agierenden Beamten noch im Amt zu belassen? Oder ist es Ihnen als Mitglied einer SPD, die in aktuellen Umfragen 2% hinter der AfD liegt, sogar ganz recht, dass Haldenwang einen politischen Mitbewerber fernsehöffentlich im Wege des Amtsmissbrauchs angreift? Herr Haldenwang ist ein objektiver, unabhängiger Beamter, der seine Aufgaben wahrnimmt, wie es das Gesetz und das Grundgesetz vorschreibt. Und ich will ausdrücklich sagen, natürlich gehört zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes das Beobachten, das Berichten und das öffentliche Sprechen über die eigenen Erkenntnisse. Das sind auch die Dinge, um die es dann da geht. Und ansonsten bin ich ganz zuversichtlich, Sie werden bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden als bei der letzten. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Drücken Sie den Knopf noch mal. Die Ministerin sagte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts, der Rechtsextremismus sei deshalb die größte Gefahr für die Demokratie, weil er sich gegen die demokratische Grundordnung richte. Wörtlich, das tun die anderen Extremismusformen eben nicht. Dabei besagt das Verfassungsschutzgesetz, dass die Behörde nur Bestrebungen beobachtet, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Als Definition von Extremismus. Finden Sie es in Ordnung, wenn der Bundeskanzler eine derart inkompetente Innenministerin im Amt belässt? Oder passt so jemand einfach zu dem wie beschrieben agierenden Haldenwang? Ich will noch mal ausdrücklich sagen, dass die Arbeit sowohl des Verfassungsschutzes und als auch der Innenministerin wirklich tadellos sind in dieser Frage. Und sie sind sehr engagiert, die Gefahren für Demokratie durch den rechten Extremismus wie übrigens auch den linken Extremismus sehr klar zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Tendenzen, die unsere Verfassungsordnung bedrohen, auch angesprochen werden und dass wir alle unsere Möglichkeiten nutzen, die Verfassung zu schützen. Und deshalb gehört das Beobachtung auch von Bestrebungen innerhalb von Parteien, die unter das Rechtsextremismuskriterium fallen, zu den Aufgaben dieser Institutionen und Behörden. Aber das, wo wir erfolgreich sein werden, und zwar, ich sage das jetzt mal alle anderen Parteien hier im Hause, ist, dass wir für das werben, was für die Zukunft unseres Landes wichtig ist, dabei die Bürgerinnen und Bürger überzeugen. Und die übergroße, riesige Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes hat nichts am Handgut mit irgendwelchen extremistischen Positionen.